Bei mir ist Dr. Wolfgang Hildesheim. Dr. Hildesheim ist Chef der Watson Group in Deutschland. Watson muss man nicht mehr vorstellen. Richtig spannendes Projekt, das die IBM da seit, ich glaube, 5 Jahren oder so hat. Was mich interessieren würde, ist, jetzt heißt es ja, Watson würde es schon für alle geben. Ich denke mir immer, Watson ist sündhaft teuer und das können sich nur große Konzerne leisten. Aber jetzt gibt es das Watson für jeden. Was ist denn da dran? Natürlich gibt es Watson für jeden, indem Sie eben Watson-basierte Informationsservice aus dem Internet benutzen können. Insofern profitiert dann auch jeder normale Internetnutzer von Watson. Das ist eine der Möglichkeiten, wie jeder von Watson profitieren kann. Das zweite ist, und Sie sprechen das ja an auf der CeBIT, dass wir die Watson Developer Cloud massiv ausgebaut haben. Das ist so eine kognitive Plattform, in dem kognitive Services von Softwareentwicklern benutzt werden können und somit konsumiert und eingebaut werden können in verschiedene IT-Systeme, die heute die verschiedenen Unternehmen betreiben. Und da können Sie eben auch jeder sich bei Bluemix registrieren und dann in der Watson Developer Cloud diese Services über eben APIs in ihre Anwendung einzubinden. Und insofern ist das auch eine zweite Möglichkeit, wie heute jeder von Watson Intelligenz profitiert. Es wäre aber auch möglich, dass, sagen wir mal, ein deutscher Mittelständler, der irgendein Problem hat, da gesagt, dessen möchte ich mich entledigen. Watson könnte mir da helfen. Jetzt gehe ich mal zur IBM hin und sage, du mach mir da mal was, damit meine Prozesse irgendwie besser laufen. Geht das so? Absolut, das ist eine dritte Möglichkeit, ein Watson-Projekt gemeinsam zu machen mit der IBM. Und wir haben unsere Watson-Berater-Teams, die Watson-Technologien dann eben anpassen auf die Bedürfnisse des deutschen Mittelständlers. Typische Projekte sind zum Beispiel bei Call- und Service-Centern, wo sie hochkomplexe Produkte und Leistungen haben, à la Made in Germany, und sie diese eben schneller und besser auswerten wollen zum Wohle ihrer Mitarbeiter und Kunden. Okay. Jetzt ist Watson zunächst bekannt geworden, dass sie in der Onkologie, in der Krebsforschung tätig war. Die Frage wäre, auf was für Branchen spezialisiert sich denn die IBM zumindest im Moment? Wir haben angefangen, Watson im Gesundheitssektor einzusetzen, weil dort massiv eben auch neue Daten anfallen und explodieren. Das Gleiche gilt für Financial Services, Banken, Versicherungen und eben gerade in Deutschland natürlich auch der Maschinenbau, die Automobilindustrie, weil auch dort große Mengen an Dokumenten, Texten, sogenannte unstrukturierte Daten anfangen, vor allem wo Watson besonders geeignet ist, diese eben auszuwerten. Gutes Stichwort Gesundheitswesen. Ich habe auch mal mit Ärzten gesprochen, gerade auch aus der Krebsforschung. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, das könnte möglicherweise zu einem Problem werden, wenn Watson dann so intelligent ist oder sagen wir mal einfach so extrem viele Daten auswerten kann, dass Watson dann Entscheidungen trifft und am Schluss haben wir ein System, wo die Ärzte eigentlich nicht mehr sagen, naja, wieso hat er eigentlich diese Entscheidung jetzt so und so getroffen? Und da könnte doch eigentlich so ein Akzeptanzproblem sein, dass man sagt, ich weiß ja gar nicht mehr, was diese Maschine da eigentlich für mich entscheidet. Nein, das ist auf gar keinen Fall so. Watson, er ist nicht dazu da, den Arzt zu ersetzen, das ist vollständig abwegig, sondern Informationsaufbereitung zu gestalten und eben auch junge Ärzte zum Beispiel zu unterstützen bei der Diagnose. Und Sie können jederzeit auf einen Knopf in den Watson-System drücken, die sogenannte Evidenzbasiertheit. Und da wird dir dann angezeigt, warum Watson der Meinung ist, dass die und die Behandlung jetzt stattfinden soll. Und typischerweise wird ja Watson basiert auf einem Textkörper. Und das sind dann auch oft die Veröffentlichungen und Behandlungsrichtlinien des lokalen Landes, des verantwortlichen Chefarztes des Krankenhauses. Also es passiert nur genau das, was auch die Entwickler des Watson-Systems wollen und in dem Fall eben der Chefarzt dann hier auch genehmigt hat. Okay.
Also der Chefarzt könnte jederzeit dann hergehen und sagen, in der Studie stand es drin und in der und der und der steht es auch drin. Also von daher ist diese Entscheidung safe. Ganz genau. Sie sprechen einen ganz wesentlichen Punkt an, dass man immer wieder auch das System verbessert. Es ist ja ein lernendes System, was nie so schlecht ist wie am ersten Tag und mit der Zeit immer besser wird und das Wissen akkumuliert und in dem Sinne auch dann auch die medizinischen Organisationen verbessert und auch die Best Practice Management optimiert. Letzte Frage. Wir hatten gesagt, ungefähr 5 Jahre ist es jetzt her, dass IBM mit Watson gestartet hat. Wo wird denn IBM in 5 Jahren sein? Was ist denn Science Fiction und was ist durchaus realistisch? Kognitive Systeme sind das Herzstück der IBM-Strategie. Insofern werden wir in den nächsten Jahren investieren und unsere Ressourcen und Organisationen ausrichten, kognitive Systeme immer weiter zu verbessern. Was ist ein kognitives System? Es zeichnet sich im Wesentlichen durch 3 Eigenschaften aus. Es versteht Sprache schneller, automatischer. Es kann in einem gewissen Rahmen eben nachdenken oder man kann ihm beibringen, nachzudenken. Und drittens, es lernt. Und man kann ihm Dinge beibringen und das ist dann ein iterativer Prozess. Und wir bauen Technologien und Methoden, um eben verstehen, nachdenken und lernen, den Systemen beizubringen. Wunderbar. Bedanke ich mich für das Gespräch, Dr. Hildesheim.